Liebe Leute, willkommen zurück zur Folge 2 mit New World und diese Folge wird aufgenommen, bevor die allererste überhaupt veröffentlicht wurde. Also wundert euch nicht, wenn ich hier gewisse Hinweise und so nicht befolgen kann. Wir sind hier immer noch im Windkreis in der Siedlung und ich soll mit dem da vorne sprechen. Depti Korapati. Hallo und willkommen in Windkreis. Wir freuen uns immer über Gäste und neue Bewohner. Ich sehe da eine Nachricht in deiner Hand. Ist das der Bericht von Wächter Fayette? Korrekt. Ich bin nur froh, dass es Tahir gut geht. Hoffentlich kommt er bald wieder. Dann hat Wachtmeister Doughty diesen Bericht also schon gesehen. Bestimmt ölt er gerade seine Rüstung, um sich direkt in den Kampf zu stürzen. Kriege ich noch einen passenden Hut? Sehr schön. Wenn sich die Verderbnis echt so schnell verbreitet, müssen wir uns vorbereiten. Wir dürfen aber nichts überstürzen. Immer schön eins nach dem anderen. Wie kann ich helfen? Bestimmt jede Menge, aber für den Moment solltest du dich um dich selbst kümmern. Du musst erschöpft sein. Melde dich im Gasthof an und erkunde das Dorf. Komm wieder, wenn du soweit bist. Ich warte hier. Kriege ich eine schöne Holzfäller-Axt? Ja, ich bin ganz froh, dass ich hier tatsächlich jetzt ein bisschen die Zeit bekomme, mich hier umzuschauen. Weil hier ist viel los, wie ihr seht. Hier haben wir einen Schmied. Oder jemand, der seine Waffe selbst upgradet. Hier ist das, was mich ehrlich gesagt bei MMOs immer so ein bisschen abschreckt. Diese tausend Namen und Leute, die rumwuseln. Aber ich werde hier schon meinen Weg finden. Handelsposten. Da darf ich nicht hin. Okay, das geht noch nicht, denn ich habe auch so viel Zeug dabei hier. Ich habe noch ganz viele Waffen, die ich noch nicht nutze und das hier. Warte mal, das ist das Ding, was ich gerade trage, 139. Okay. Schmiederang 2. Holz, Rohleder. Möglicher Rüstwert 100. Langschwert aus Holz. Streitaxt. Okay, hier alle möglichen Metalle und so. Was kann er? Uzma Joshi. 4 Jahre lang zweifelte man an mir, beleidigte mich, aber nun schau mich an. Ein waschechter Marodeur. Okay. Warte mal, wo ist denn... Hier ist es. Oh, das sieht doch ganz nett aus. Hallo? Ach, wie schön. Buongiorno, Balsum. Willkommen im Südhauch. Möge dich der Wind immer sicher nach Hause führen. Möchtest du ein Zimmer? Wir freuen uns, dich als Gast zu haben. Gästeregistrierung. Willkommen im Windkreis Gasthof. Möchtest du dich anmelden? So kannst du von überall in der Welt hierher zurückkehren. Super. Und was geht sonst noch so? Jetzt kann ich mir die Belohnung abholen, aber ich will noch ein bisschen schauen. Was gibt's denn hier? Ah, okay, hier. Kann ich was kaufen? Domnall Cormac. Hallo, trinkst du etwas mit mir? Es ist nie zu früh oder zu spät für ein Schlückchen. Ja, verlassen kann ich leider nicht. Dann hole ich mir mal die Belohnung ab und dann geht's hier ein bisschen voran, oder? Zack, Aufgabe abschließen. Sehr schön, so, das hätten wir. Du bist jetzt ein offizieller Einwohner von Windkreis, unabhängig von der Dauer deines Aufenthalts. Und das heißt, dass du dich mit der Siedlung bekannt machen solltest. Was muss ich wissen? Du solltest zuerst dem Handelsposten einen Besuch abstatten. Und das Lager, das ich für dich eingerichtet habe, solltest du dir ebenfalls einmal ansehen. Danach gehen wir an die Arbeit. So, jetzt haben wir hier den Handelsposten, da darf ich jetzt auch ran. Verkaufen. Nee, so ein bisschen.
Ich hoffe, dass hier jetzt nichts dabei ist, was ich tatsächlich versehentlich verkaufen könnte. Verkaufsauftrag erteilen. Speer. Stückpreisauflistung. 3 Taler. Transaktionsgebühr. Oh, das ist ja wie im echten Leben. Menge 1. Auftrag erteilen für 14 Tage. Achtung, mit diesem Auftrag verlierst du Geld. Trotzdem fortfahren. Ich verstehe schon. Ich glaube, das ist eher so ein Marktplatz, bei dem ich was anbiete und jemand muss das dann kaufen. Und hier sehe ich dann, ob das jemand gekauft hat. Aber wer kauft denn hier in dem Gebiet so einen Speer? Wahrscheinlich niemand. Ja, das ist viel Schrift auf jeden Fall. Ganz ruhig. Kein Stress. Öffne einen Lagerschuppen. Aufrüstung verfügbar. Gebietsruf. Die Handelssteuer. Also 200 Kilogramm ist das Maximalgewicht. Ich trage jetzt noch 60 mit mir rum. Ich habe dieses Schwert. Ich habe die Muskete. Den Bogen will ich lieber mal mit dabei haben. So, dann haue ich das hier alles rein. Das ist ebenfalls schwächer. Hier haben wir Pfeile und 38 Schuss. Warte mal, das war's noch nicht. Wie öffne ich denn ein Lagerschuppen? Das wird mir jetzt leider nicht gesagt. Okay. Lagerschuppen. Also ich bin der Meinung, ich habe das jetzt gemacht. Hier habe ich ein Lager und da habe ich mein Zeug reingehauen. 80 Kilogramm. Aber was muss ich jetzt noch machen? Das wird mir leider nicht gesagt. Suche den Handelsposten und einen der Lagerschuppen der Siedlung Windkreis. Sprich mit Magistrein Korapati, wenn deine Aufgabe erledigt ist. Öffne einen Lagerschuppen. Hat das jetzt einfach nur so lange gedauert? Kann das sein?
Jetzt ging's plötzlich. Okay. Das war kein Kinderspiel, was? Wirklich nicht. Du kannst hier im Windkreis jederzeit alles aufbewahren, was du möchtest. Wir werden gut darauf aufpassen. Handelswaren sind uns immer willkommen. Seidenhandschuhe. Vielen Dank. Offenbar hat Wachtmeister Doughty an dir Gefallen gefunden. Er will dich schon in seinen großen Plänen für die Siedlung einbeziehen. Was hat er vor? Bestimmt hat es etwas mit Saufen oder Kampfvorbereitungen zu tun. Er will dich sehen. Bitte versuche, ihn unter Kontrolle zu halten, wobei das wahrscheinlich vergebene Liebesmüh ist. Okay, zeig mir erstmal die coolen neuen Handschuhe, die ich hier habe. Das sind die Dinger. Yes, so. Sullivan Cooper, da bist du ja. Wir sollten uns an die Arbeit machen. Windkreis verteidigt sich nicht von allein, weißt du? Und wir beide werden ein tolles Team abgeben. Bergbauhacke. Ich habe mich entschlossen, Rohstoffe, Vorräte und alles, was wir sonst noch gebrauchen könnten, zu horten. Wenn die Verderbnis kommt, sind wir gut auf sie vorbereitet. Na, ist doch gut. Das ist die richtige Einstellung. Fangen wir mit den Rohmaterialien an. Holz, Stein und Rohleder. Besorge so viel wie möglich und dann veredle sie in einer unserer Werkstätten. Es ist gute, ehrliche Arbeit. Ich wünschte, ich könnte dich begleiten. Na, ob das so stimmt, weiß ich nicht. Gib mir erstmal Dings hier. Zack. Ah, jetzt ist so eine typische Anfängermission. So ein bisschen Stein besorgen, ein bisschen Leder besorgen. Aber das finde ich... Boah, ist das für ein Vieh. What? Hallo. Komme ich hier anders noch irgendwie raus? Nee, aber ich mag das, wenn Spiele so ein bisschen ruhig anfangen. Als wäre man so der größte Depp einfach so. So, guck mal, das ist ein Schwert. Das schlägt und so. Das finde ich sehr viel angenehmer. Als wenn alles immer so... Als ob die Spiele immer davon ausgehen, dass man alles wüsste. Wieso habe ich sowas hier eigentlich nicht? Habe ich sowas nicht? Ein Zeltlager? Tritt einer Fraktion bei und am PvP sicher nicht. Ja, mein Fragezeichen ist aber ein Stückchen weg. Ich fürchte, dass ich mich jetzt um den hier erstmal kümmern muss. Rohleder, da haben wir es ja schon. Was brauche ich denn? Felsbrocken, Stein, Rohleder, Frischholz. Junger Baum. Ah, wie cool. Ja, Leute, das macht schon Spaß. Also ich weiß nicht, wie weit sich das jetzt entwickelt und dann irgendwann ein bisschen lästig wird alles, aber... Oder zu... erfordert Holzfällerei. Also nur die jungen Bäume. Aber so das Gesamtkonzept, da habe ich so den Eindruck, die haben die besten Sachen so zusammengesammelt von anderen Spielen. Und das nicht zu kompliziert gemacht. Denn da 11 Meter? Ist das das? Nee, das ist Feuerstein. Was hat das mit diesen Steinen auf sich? Ist das ein Truthahn? In der Tat. Kann ich hier von A sicheln? Wie bekomme ich dafür? Ich brauche 40.
27, nicht schlecht. Jetzt hier direkt weiter. Also wie gesagt, ich drücke einmal E und dann macht er das von allein. Ich habe damit nicht mehr viel zu tun, kann mich in der Zeit aber umschauen. Das haben wir. Und das Wildschwein, das stand auch hier gerade noch. Da ist es. Mir fällt ein, ich wollte unbedingt die Schadenszahlen ausstellen. Ich finde, das ist immer zu viel. Es ist, im Allgemeinen ist sehr viel los auf dem Bildschirm. Und da bin ich immer ganz froh, wenn ich Sachen ausstellen kann. Da. Menge an Spielernamensschildern. Ja, mach mal 5, das ist okay. Das ist schon sehr nett, dass man das einstellen kann. Stelle in einer Holzwerkstatt folgendes her. Bauholz. Stelle an einem Steinmetztisch folgendes her. Block. Und raue Leder. Raues Leder in einer Gerberei. Alles klar. So, R ist der Rundumschlag. Rundumschlag. Okay. Und auf F kann ich auch noch was hinzufügen. Das kommt aber bestimmt erst später. Ganggang 2. Ja, jetzt ist es doch ein bisschen angenehmer hier mit den Namen. Was haben wir denn hier am nächsten? Ist es das hier? Steinmetz. So, was wollt ihr hier haben? Steinblock 10-mal. Ah, da haben wir es ja schon. Herstellen. Herstellung fortsetzen, Werkstatt verlassen. Genau, so. Ach, das ist schon gut gemacht, Leute. Da kann man nicht meckern. Bauholz richtig? Ich weiß es nicht mehr. Bauholz 10-mal. 10. Mach jetzt erstmal nur das, was wirklich gefordert ist und dann schaue ich mal, ob ich da später nochmal die restlichen Materialien verbrauche. Und hier vorne ist noch irgendwas. Raues Leder. Wie viel wollen wir da haben? Sorry Leute, ich muss immer wieder gucken. 4. Ja, mach doch Maximum jetzt. Was soll's, Leute? Das gibt ja auch Punkte. Das heißt für mich aber, um nochmal auf den Handelsposten zurückzukommen, automatisch jede Waffe und jedes Werkzeug, das ich selbst nicht brauche, zerlege ich am besten. Denn dieses eBay Marketplace, weiß ich nicht, also außer ich habe richtig krasse Sachen, aber naja. Langsam kommt das Auffüllen der Vorräte richtig in Schwung, was? Man kann nie genug haben, finde ich. Und das gilt für alles. Ha! Gib mal lieber ein bisschen was. Ab sofort hängen wir Vorratsbeschaffungsaufträge an der Stadttafel aus. Schau dort drauf oder rede einfach mit mir. Wenn dir ein Auftrag zusagt, nimm ihn an. Machen wir gerade mal nicht. Was ist mit Waffen und Rüstungen? Sieh an, da haben wir ja einen wahren Krieger. Baumaterialien sind das eine, aber Stahl und Leder, Klingen und Rüstungen, darauf kommt es wirklich an. Ja, wir sollten Werkmeister Goteran gleich die Schmiede anheizen lassen. Soll ich zum Werkmeister? Ausgezeichnet. Sandris ist einer der besten Schmiede. Schmiede ganz Eternums? Was? Einer der besten Schmiede. Schmieder? Ihr beide versteht euch bestimmt hervorragend. Heize die Schmiede an. Haha. Können wir ja mal eben schauen. Also. Ja,
halte und liefere 25 Mal Rohleder. Das kann ich hier beginnen und dafür bekomme ich ein bisschen was. Webstuhl auf Rang 5 aufrüsten. Lebensqualität verbessern. Kaninchen, Steinblock, Fischtran. Was macht er denn hier? Okay, sprich mit Sandris Koteran. Cotheran wahrscheinlich, aber come on. Guten Tag. Hallo, du musst dieser neue Held sein, von dem Doughty erzählt hat. Sag's wahrscheinlich jedem hier. Er redet ununterbrochen von dir und das meine ich wortwörtlich. Jedenfalls meinte er, er würde dich herschicken und siehe da, da bist du. Versenkte Brustplatte, ey, ich krieg ja richtig Zeug hier schon. Miklos meint es nur gut, aber er ist eher ein Schwätzer als ein Macher. Soll mir aber recht sein, solange ich nur das genaue Gegenteil bin. Macht dir die Arbeit Spaß? Ich allerdings schon. Ich kenne die grandiosen Pläne des Wachtmeisters ebenfalls. Er hat dir bestimmt gesagt, ich soll die Schmiede anheizen, richtig? Ja, genau, das hat er gesagt. Ja, das sagt er relativ oft. Offenbar weiß er nicht, dass ich das Feuer niemals erlöschen lasse. Jedenfalls fangen wir ganz klein an. Versuche, ein eisernes Schwert zu schmieden. Ich schenke dir das Erz. Das Gedudel, ey. Nimm das Eisenerz aus der schweren Umhängetasche in deinem Inventar oder sammle Eisenerz. Öffnen. Double-Click. Eisenerz. Rohleder. Nächstes öffnen? Wie viel habe ich denn davon? Wasserpartikel, ist das alles Zauberzeug? Ein paar Taler ist nicht verkehrt. Ich glaube, das bekomme ich für so ein paar Missions und so. Und jetzt stelle in einem Schmelzofen Folgendes her. Eisenbarren. Mal eben schauen. Bitte nicht wieder Musik spielen, danke. Eisenbarren. Stelle in der Schmiede ein Langschwert aus Eisen her. Das ist aber... Ist das nicht die Schmiede hier? Ach nee, ist der Schmelzofen. Sorry. Das ist ja hier vorne, da war ich doch schon mal. Langschwert Eisen. Einmal. Basisschaden 79. Gut. Waffenschmiedekunst Stufe 1. So, jetzt noch mal ein bisschen quatschen. Na, dann zeig dein Kunstwerk mal her. Beeindruckend, ziemlich beeindruckend. Entweder du hast das schon mal gemacht oder du bist ein Naturtalent. Dann hoffe ich, dich noch oft in der Schmiede anzutreffen. Du kannst sie jederzeit benutzen. Solche Fähigkeiten darfst du nicht verkümmern lassen. Bevor du weiterziehst, solltest du Überlebenskünstlerin Karsatin einen Besuch abstatten. Der Tod ist auf Eternum zwar nicht unbedingt von Dauer, kann aber trotzdem sehr schmerzhaft sein. Sie weiß, wie man das vermeidet. Was für Einfälle. Oh, welche, die verhindern, dass man in der Wildnis erfriert oder verhungert. Lebendig eingefroren zu sein, ist besonders unangenehm. Sprich mit Karsatin, sie ist nur selten hier. Schließe die Aufgabe ab, um Folgendes zu halten. Das Chamäleon. Rang 1 Zeltlager. Ja, alles noch, Moment, ich will erstmal gucken, was ich hier noch so habe für Zeug. Zack. Noch besser. Dieser Gegenstand wird an dich gebunden, wenn du ihn ausrüstest. Gebundene Gegenstände können nur von dir verwendet werden und nicht gehandelt werden. Sie können zerstört werden. Logo. Oh oh, da kommt noch ein Tourist. Ich bin es langsam leid, mich um die Sicherheit aller Bewohner der Siedlung kümmern zu müssen. Das ist nicht meine Aufgabe.
Ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber das Überleben hier bekommt man nicht geschenkt. Ob nun draußen oder drinnen, hier sterben viele oder werden sogar zu Verderbten und Verlorenen. Keiner von uns hat hier einen Freifahrtschein. Also keine Überlebenstipps? Bei all dem Gerede über die Ausbreitung der Verderbnis ist hier wohl niemand mehr sicher. Ich meine, was machst du, wenn diese Siedlung von den Verderbten überrannt wird? Dann mal ab in die Hügel. Und dann steckst du mittendrin. Ich meine, vielleicht hast du das Zeug dazu, vielleicht aber auch nicht. Schön, lass es uns herausfinden. Geh dort hinaus, errichte ein Zeltlager und jage bei einigen der hiesigen Wolfshöhlen. Kann ich einfach irgendwo das hinsetzen? What? Basissammelgeschwindigkeit. Ja, das ist, also, ich bin sicher, das hat irgendeinen praktischen Sinn, dass das hier alle gemacht haben. Hab ich kein Holz mehr, sehe ich das richtig? Sehr schöner Sound. Du kannst immer nur ein Zeltlager gleichzeitig haben. Skin ändern. Sehr schön. Okay. So, ist das hier noch stärker als das, was ich... Oho! Richtiger Baron. Meinen Respawn-Punkt zu setzen. Habe ich doch. Ach, das zählt jetzt nicht, oder wie? Ich muss das so machen, ne? Sehe ich das richtig? Sammle Moschus von den Wölfen in Tintenfasshöhle. Okay. Ich bleib dabei. Das macht richtig Spaß, ne? Das ist richtig. Das ist richtig stimmig. Ich habe hier nicht den Eindruck, komplett verloren zu sein. Alles wird gut erklärt. Alles ist übersichtlich. Bis auf die Siedlung mit tausendmal Glückwunsch, fantastisch und sonst was. Aber ich bin sicher, da komme ich auch noch irgendwie rein. Was haben wir denn da? Jetzt ist die Frage, ist der Höhleneingang hier? Wahrscheinlich nicht. Kann ich klettern? Nee. Tintenfasshöhle, Landmarke Cut. Ich habe immer noch diese Schadenszahlen gesehen. Bereits Tote nehme ich nicht. Ja. Was ist denn? Getötet von. Ach, ich bin tot. Das ging aber schnell. Habe ich hier nicht irgendwo hier? Was ist denn jetzt los?
War das nicht das Wolfsgebiet? Okay, mal schauen. Hat das jetzt irgendeinen Nachteil, dass ich gestorben bin? Ich hab noch alles. Ich bin komplett ausgerüstet. Unten XP-Balken ist noch auf gleichem Level. Keine Ahnung. Wahrscheinlich dann später ärgerlich, wenn der Respawn-Point hier ist und man alles zurücklaufen muss, aber... Ansonsten sehe ich da jetzt nicht so das große Problem. Ich bin schon der Meinung, dass das das Gebiet ist, in das ich muss hier. Das ist sogar noch 250 Meter entfernt. War ein Ereignis, also ein Event an der Stelle. Aber ich brauche auch irgendeinen Stab von irgendwas. Ich weiß aber auch nicht, wo diese Höhle... Wie haben wir denn? 3 von 5? Was ist denn hier? Wieso ist der denn tot? Kann ich den auch? Nehme ich dem jetzt jemandem weg? Weil hier ist niemand. Muss er da unten? Ah, das Moschuszeugs kommt an diesem Beutel. Ich verstehe, alles klar. Was ist das da? Hier noch einmal. Was haben wir hier? Blütenkappenwedel. Ich brauche noch einen Wolf. Komm mal her hier. Das ist natürlich eine gefährliche Ecke da. Reise auf der Suche nach den feinsten Fellen an folgenden Ort in Nasspelzschlucht. Ich würde vorschlagen, wir probieren jetzt mal kurz die Reisemöglichkeit aus. Gasthof. Rückruf in Gasthof. Okay. Tatsache, da bin ich. So. Inversion der Asseln. Es gibt nichts Schöneres, als nach langer Suche in einem der vielen Büsche Eternums eine große, fette Assel zu finden. Da stimme ich zu. Was ist denn jetzt... Stärke, Geschick, Intelligenz, Konzentration, Konstitution. Stärke, Konstitution. Keine Punkte ausgegeben. Ach, hier stehen die Punkte. Nichts dergleichen. Karte, Gebietsruf. Windkreis. Das hätten wir. Gasthof verfügbar. Ah, nur alle 30 Minuten kann ich mich darin zurückbeamen lassen. Sehr schön. Nasspelzschlucht, da sind wir ja schon.
Da ist ein Löwe. Platziere den Moschus um den Alpha der Nass. Ganz ruhig, Freundchen. Ja, ich kriege hier Punkte für Spuren lesen und häuten. Da sehen wir es. 10 jetzt auf 11. Ich hoffe, dass dann das Häuten ein bisschen schneller geht. Das wäre sehr angenehm. Moschus. Gescheckter Hase. Was haben wir hier? Hier ist einer draufgegangen. Baum. Na, die kümmern sich schon drin. Unterbrechung, M. Charakter. Ah, hier haben wir ein Dings. Gelegenheiten. Wirbelklinge verursacht 10 Sekunden 5% aufgerissen Status. Waffen. Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer mit Schwert und Schild steigt um 10%. Höre und gib acht. Oh, ich glaube, ich kriege hier gleich. Nee. Vorratslager. Reines Lösungsmittel. Flachbogen. Schauen wir mal, wo ist denn der Bogen? Ach, da oben. Bogen. 157. Schaden 116. 90. 82. Das können wir schon mal zerlegen. Da ist er ja. Hast du das? Nee. Oh, da ist er ja. Komm mal her.
Sehr schön. Sprich mit Samona Karsatin. Na, hier haben wir noch was. Sandpapier. Also Sounddesign ist absolut top, wie ich finde. Das klingt so gut, dieser Schuss, das Baumfällen. Das klingt alles wirklich super. Gang 2. Propang Gang 2. So, wo war das denn? Da drüben. Da angelt einer. Morgendliche Arbeiten. Das ist das Lied, was wohl gerade im Hintergrund läuft, finde ich das richtig. Belohnung, flinke Finger, Schwierigkeit geübt. Ich weiß nicht, ich warte jetzt mal, bis der Balken sich da füllt, denn ich weiß nicht, was das heißt. Bringt mir das Lied irgendeine Fertigkeit oder was? Oh, Kuchen, wie gut der aussieht. Mal schauen, ob hier irgendwas passiert oder einfach wieder fantastisch kommt. Vorführung abgeschlossen, toll. Basissammelgeschwindigkeit steigt im Abstand von bis zu 60 Minuten. Okay. Keine Ahnung. So. Aber wenn da nicht jemand rumstolziert, der etwas bewiesen hat. Offenbar bist du doch ein Überlebenskünstler. Gib mal lieber ein bisschen was. Ich werde dir einen Tipp geben, der nur allzu oft in Vergessenheit gerät. Dein Zeltlager ist dein wahres Zuhause. Schlage es an einem Ort auf, der nicht allzu weit von dir entfernt ist, solltest du einmal sterben. Klingt schlau. Danke. Also ich habe mehr als genug davon. Vielleicht gebe ich dir etwas ab, wenn ich dir etwas mehr vertraue. Bis dahin solltest du zur Magistratin Korapati gehen. Sie sucht dich. Ach und hey, pass da draußen gut auf dich auf. Alles klar, so hier haben wir wieder zwei. Also hier würde ich gern wissen, was die Auswirkung ist. Ich glaube, Konzentration ist fast Magie, oder? Ah, Primärattribut für Lebensstab. Feuerstab, Eisstulpen. Ah, hier sind neue, sehr schön. EP-Zugewinn wird weiter erhöht, solange du in Windkreis bist. Haben wir irgendwas Neues hier für mich? Eisstulpen. Lebensstab. Das ist der Bogen, den ich habe. Abgewitztes Langschwert. Okay, ah, was haben wir denn hier unten? Missionsgegenstand, Vorladungsschreiben. Achso, warte mal, wo ist der denn? Ja. Verstehe ich nicht. So, anscheinend hast du dich langsam mit den etwas schillernden Persönlichkeiten dieser Siedlung vertraut gemacht, Salomon Cooper. Hoffentlich hat dich niemand beleidigt. Naja.
Selbstverständlich finden viele hier Wachtmeister Doughty am frustrierendsten. Ich bin selbst auch ziemlich ungeduldig mit ihm. Warum stellt er deine Geduld auf die Probe? Miklos lebt erst seit ein paar Jahren hier. Er hat immer noch diese nonchalante Art der alten Welt, Dinge zu betrachten. Du wirkst allerdings vernünftiger. Du könntest mir dabei etwas behilflich sein. Sicherlich, was brauchst du? Zum Schutz der Siedlung sind wir auf die Fraktion angewiesen. Du solltest dich einer anschließen. Sprich mit den Marodeuren, dem Bündnis und dem Syndikat und entscheide dann, welcher Fraktion du beitreten möchtest. Bin ich nicht so der Fan von, aber wenn das dennoch PvP ausschließt. Glaubst du, du hast das Zeug zum Marodeur? Unterschätze uns nicht. Unser Pfad fordert Opfer. Erzählt mir. Wir sind die Stärksten der Starken. Wo andere zögern, da stürmen wir tapfer voraus. Nicht nur das Gold ist Belohnung für Marodeure, sondern auch Ruhm und Ehre nach jedem Sieg. Mhm. Aber der ist mir ein bisschen unsympathisch, ehrlich gesagt. Gut, dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Erzählt mir vom Bündnis. Ei. Der Funke spendet dir Lebenskraft. Er treibt dich innerlich an, der Sinn, der Glaube, das morgendliche Aufstehen nach dem Schlaf. Das Bündnis hütet den Funken und beschützt die armen Seelen, die in der Dunkelheit wandern. Hat jetzt nicht so geholfen irgendwie. Wen haben wir noch? Ah, hier vorne. Nee, das wollte ich nicht. Du möchtest mir also zuhören, wofür interessierst du dich? Astrologie, Numerologie, Alchemie oder irgendeine andere Wissenschaft? Erzählt mir vom Syndikat. Allein wir haben den nötigen Verstand, um die Mysterien dieses Ortes zu enträtseln. Wir werden die Geheimnisse des Azoth entschlüsseln und ein neues Zeitalter des Wohlstands einläuten. Nee, das sind mir so zu magiermäßig. Dann muss ich wohl doch mit diesem Yoshi da vorne mich anfreunden. Denn das hier scheint mir so ein bisschen, aufgrund auch der Kirche natürlich, so ein bisschen in so eine religiöse Richtung zu gehen. Ich weiß aber nicht, was dann da Stärken oder Schwächen sind. Aber wenn er mir sagt, die hauen hier ordentlich drauf, dann... Achso, wie muss ich das denn jetzt sagen? Warte mal. Was... Hä? Komisch. Wegmarkierung ist irgendwie komisch. Du musst dich entscheiden, welche Fraktion am ehesten deinen Prinzipien entspricht. Ich weiß zwar, für welche ich mich entscheiden würde, aber das behalte ich für mich. Ich bin jetzt bereit zu wählen. Ich kann dein Zögern verstehen. Die Fraktionen sind hier oftmals eine Plage, aber ich kann nicht bestreiten, dass sie in Windkreis und ganz Eternum viel Einfluss und großes Ansehen genießen. Tritt den Marodeuren bei. Oder tritt dem Syndikat bei, oder tritt dem... Leute... Ich bin sicher, die das schon gespielt haben, wissen jetzt auf keinen Fall dahin oder auf keinen Fall da. Keine Ahnung. Das sagt mir jetzt einfach von Rüstung, Schwert und so am meisten zu. Das ist alles. Besser Vorlauf als keine parallelen Tatenunternehmen. Die Würfel sind gefallen. Ich habe mich für die Marodeure entschieden. Warum sollte ich einer Fraktion beitreten? An Fraktionsmissionen teilnehmen. Schließe Mission für EP-Taler und Fraktionsmarken ab. Stelle dich feindlichen Fraktionen in PvP-Missionen auf keinen Fall. Erlange Zugang zur Fraktions-Elite-Ausrüstung. Genieße die Vorzüge der Gebietskontrolle. Gebietseinfluss. Gebietseinfluss ist eine Maßeinheit für die Kontrolle einer Fraktion über ein Gebiet. Fraktionen erhalten Gebietseinfluss, indem sie PvP-Fraktionsmissionen absolvieren und die Gebietsfestung kontrollieren. Wenn angreifende Fraktionen einen Gebietseinfluss von 100% erreichen, können sie der verteidigenden Fraktion eine Kriegserklärung aussprechen. Stärke die Kontrolle über das Gebiet deiner Fraktion oder schwäche die der anderen Fraktion über ihres. Herrschende Fraktionen stärken ihre Kontrolle durch den Abschluss von PvP-Fraktionsmissionen. Schwäche die Kontrolle der gegnerischen Fraktion über ihre Gebiete, indem du PvP-Fraktionsmissionen innerhalb dieser Gebiete abschießt. Alles klar. Ja, PvP, Leute. Von jeder Siedlung oder jedem Außenposten aus für PvP markieren. Wenn du markiert bist, erhältst du zusätzlich P und gesteigerte globales Glück. Steigere den Fraktionseinfluss innerhalb des Gebiets. PvP markieren. Markiere dich in beliebigen Zufluchtsstätten, Siedlungen, Außenposten als verfügbar für... Ah, sehr gut.
Aktuell noch nicht, kein Interesse. Dieser Fraktion beitreten? Du kannst nur einer Kompanie mit Spielern aus derselben Fraktion beitreten. Wenn du für PvP markiert bist, kannst du dich nur mit Spielern aus derselben Fraktion zu einer Gruppe zusammenschließen. Vor dem Beitritt solltest du dich vergewissern, welche Fraktion sich deine Freunde in New World entschieden haben. Deine Entscheidung ist dauerhaft. Du kannst deine Fraktion einmalig im Bio-Bildschirm wechseln. Danach kannst du sie alle 60 Tage erneut wechseln. Meine Initiation bei den Marodeuren war ein Wendepunkt in meinem Leben. Nun nimm die Herausforderung an, um auch deins zu ändern. Eternum ist das Land der unbegrenzten Reichtümer. Sie warten nur darauf, von denen beansprucht zu werden, die mutig und stark genug sind. Die Cooper Ranch wurde von den Bruchfass-Hutzeligen überrannt und die Familie mussten umsiedeln. Du willst sie zurückerobern? Nicht zwingend, aber wir sollten es den Bruchfässern heimzahlen und ihnen ihre Beute abluchsen. Dadurch werden die Familien zwar nicht wieder lebendig, aber zumindest kannst du dein wahres Ich zeigen. Würde ich sagen, let's go, Leute. Reise nach Cooper Ranch. So, die nächste Frage, die ich habe, muss ich jedes Mal ein neues Zeltlager bauen oder kann ich das mitnehmen, was ich gebaut habe? Nee. Schon ganz nett aus. Kann man nicht meckern. Die Animation gefällt mir auch, wie er hier mit der Muskete rennt. Sieht durchaus schön aus. Der Schatten. Was ist denn da los? Wasser. Auch nett. Man auch nicht frisch Wasser. Zehn Wasser. Cooper Ranch, da sind wir ja schon. Töte Hutzelige, sammle Rohedelstein, besiege Gauti, der Demaskierte. Ah, Profi. Oh, die haben ein bisschen was drauf. Ist hier noch jemand? Hallo? Ah, der hat sich wieder geladen, okay. Hat aber auch nur einen Arm. Komm mal her, du Armer. Was ist das denn hier? Thank you.
Falls ihr das lesen möchtet, dann drückt gerne den Pause-Button. Was haben wir denn hier? Da haben wir noch einen. Das sieht cool aus, Leute. Ein Würger. Da oben haben wir was. Gesindel. Mesdames, Messieurs, willkommen. Ich bin zwar nicht da, aber bla bla. Da haben wir ein Schwein. Das ist natürlich nicht verkehrt. Ich glaube, den will ich haben hier. Diese rohen Edelsteine sind da in diesen Kisten, die sind glücklicherweise markiert. Gott sei Dank. Jetzt ein bisschen abgestaubt, aber was soll ich machen? Ach, warte mal. Ach so. Hier ist mehr drin. Sehr schön. Eine Kiste fehlt noch. Ist die auch noch hier drin? Muss ich die finden? Da drüben haben wir natürlich noch ein Haus. Ich glaube, markiert ist nichts mehr. Vielleicht muss ich aber auch erst nah genug dran sein in dem Fall. Ah ja, hier, da haben wir es. So, jetzt geht's zurück zu Yoshi. Runter von meiner Ranch, du Otto. Oh, das Gartenschwein ist nett, das lassen wir mal leben. Rolfe. Wollen wir da drüben nochmal eben schauen, was da los ist? Das klang eigentlich eher wie ein Hilfeschrei. Was haben wir denn hier? Erddorn. Erfordert die Fähigkeit Erntearbeit 30. Michael Shields, auch Michael genannt.
Hallo, ich bin Anglermeister Shields. Hallo, ich bin Sullivan Cooper. Ahoi, Sullivan Cooper. Vor den Abenteuer und dem Ruhm musst du erst noch lernen, wie man sich mit den Früchten des Meeres den Magen füllt. Zunächst brauchst du einen Köder. Wo bekomme ich Köder her? Einer der am einfachsten zu findenden Köder sind Asseln. Das sind kleine Krabbeltiere, die in Büschen leben. Den Rest kannst du auf zahlreiche Wege finden. Anderen Wegen. Hat das angezeigt? Das ist jetzt irgendein Busch, oder was? Busch. Frischholz. Frischholz. Michael, das geht nicht. Von Büschen, Asselköder. Mach ich irgendwas falsch? Das sind ganz bestimmte Büsche sein, oder? Hanf. Hm. Komisch. Fasern, Erntearbeit 3 erst. Das steigert enorm die Erntearbeit. Aber keine Ahnung, wo man Asseln herbekommt. Leute, sehe ich was nicht? Hier ist doch auch nichts markiert, oder was? Meint der hier im Schilf, oder wie? Rohrkolben? Schilf. Flusskresse. Irgendwas scheine ich zu verpassen. Irgendwie check ich es gerade nicht. Ist noch mehr Hanf. Keine Ahnung, Leute. Das lasse ich jetzt erstmal. Oh, das sieht schon cool aus da. Erstmal hinter mir und dann schauen wir beim nächsten Mal, oder? Ich bin eh nicht der große Angler in Spielen, das habe ich auch schon mehrmals gesagt. Wenn das jetzt nötig ist, um diese Mission da zu machen, dann mache ich das, aber je nachdem, wie sich das ergibt. Aber ich denke, wenn hier so viel Tier rumläuft, dann kann ich da auch ruhig aufs Angeln verzichten. Guten Tag, Yoshi. Gut gemacht. Du hast bestimmt eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Perfekt. Eine kluge Entscheidung, sich den Marodeuren anzuschließen. Wir zeigen dir den Weg zu deiner Bestimmung. Das ist der Weg. Chaosstifter. Da du jetzt endlich unserer Truppe beigetreten bist, erwarten wir von dir, dass du jede Gelegenheit nutzt, um Ruhm und Ehre zu erlangen. Auf der Fraktionstafel hier und in anderen Siedlungen findest du jederzeit verfügbare Missionen. Was ist mit der Verderbnis? Sicherlich. Wir verteidigen die Siedlungen gegen jegliche Bedrohung. Es sei es eine andere Fraktion oder die Verderbnis selbst. Ich weiß, dass die örtlichen Kräfte sehr besorgt sind, deshalb kannst du dafür sorgen, dass die Magistratin beruhigt schlafen kann. Schauen wir uns nochmal die Fraktionstafel an. Hier haben wir die einzelnen Missionen, aber wie gesagt, PvP mache ich jetzt erstmal nicht. Da steht PvP dahinter. Danach habe ich gerade gesucht. Das heißt, die oberen kann ich ohne Probleme annehmen. Aber ich würde sagen, liebe Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bin immer noch hin und weg von New World. Ich bin froh, dass ich das hier begonnen habe und ich hoffe, dass der Spielspaß bleibt und das nicht irgendwann zu sehr PvP kompliziert sonst was wird. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.